Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein kleines bisschen noch philosophischer Hintergrund zu dem Rucksackvideo, dazu meinem Notfallrucksack. Ich habe ihn im Video mal als Get-Home-Bag bezeichnet und ich möchte gerade vielleicht kurz den theoretischen Hintergrund dieser jeweiligen Bag-Bezeichnungen erklären. Da gibt es nämlich wirklich jede Menge inzwischen, die da in der Szene quasi verschiedene Namen bekommen haben. Und drei möchte ich jetzt mal herausnehmen, eigentlich vier. Es gibt den EDC-Bag oder den EDC-Tasche, EDC-Täschlein, je nach persönlicher Größe, je nachdem, was man da halt eben entsprechend dabei haben möchte. Das bedeutet, ist alles auf dem Englischen, und das ist Everyday Carry. Das ist also ein Mindestmaß an Ausrüstung, das man jeden Tag, zumindest ist es so geplant, mit sich herumschleppen soll, damit man jederzeit auf was auch immer da passieren kann, eben entsprechend vorbereitet ist. Ich besitze eine EDC-Tasche. Ich habe sie neulich mal in einem kleinen Video vorgestellt. Ich habe die aber nicht jeden Tag dabei. Ne? Es ist vom Konzept her also eine EDC-Tasche. Ich sehe das aber nicht so ernst, dass ich die wirklich immer dabei hätte. Ich gebe zu, wenn ich sie dabei habe, dann fällt mir oft auch irgendwas ein, wofür ich irgendwas brauchen kann, was da drin ist. Und wenn es denn nur der Stift ist, mit dem ich ein, in meinem Fall oft Baden-Württemberg-Ticket unterschreiben kann, also diese Bahntickets, wo man immer seinen Namen draufschreiben muss, damit die Schaffner keinen Herzinfarkt bekommen, wenn sie einen kontrollieren und man wieder nicht unterschrieben hat. jedenfalls. Ja? Und wenn es nur das ist oder man braucht mal ein Pflaster, oder wirklich nur für irgendeine klitzekleine Kleinigkeit, oder man braucht mal, das kommt auch relativ häufig vor, Klopapier. Ja? Ist nun mal so, braucht man halt hin und wieder. Da ist es schon schön, wenn man das Ding dabei hat, und dann bin ich teilweise auch genervt, wenn ich es nicht dabei habe, weil ich weiß, da wäre es drin gewesen. Aber es ist einfach auch nicht realistisch zu behaupten, dass ich es schaffe, immer mit diesem Ding rumzurennen. Jetzt beispielsweise bin ich nur ganz kurz mal raus in den Wald zum Videodreh. Ich bin allerdings auch nicht weit weg von zu Hause, ne? Ich wohne ja mehr oder weniger hinterm Wald. Aber ich habe jetzt gar nichts dabei. Ich habe jetzt die Kamera dabei auf dem Mini-Stativ und einen Ersatzakku und den Kameradeckel und das, was ich an Klamotten anhabe, und sonst noch meinen Schlüsselbund und natürlich ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser habe ich wirklich immer. Und mein Geldbeutel, und das war's. Ne? Damit renne ich aber immer draußen rum. Ich habe jetzt nicht mein Handy. Also wenn ich mir jetzt ein Bein breche beim Versuch, nachher aufzustehen, dann liege ich hier im Wald mit einem gebrochenen Bein und muss laut brüllen, weil ich mit dem Handy kein Handy habe und nicht Hilfe rufen kann und bin dann ziemlich verloren. Aber das jedenfalls ist so die Grundeinstellung hinter dem EDC-Paket, dass man es wirklich immer dabei hat, damit man immer vorbereitet ist für ein Minimum, mit einem Minimum an Ausrüstung unterwegs und immer irgendwie was machen kann und so weiter und so fort. Ja? Gut, dann, das gibt es auch als Rucksack. Es gibt auch Leute, die haben einen EDC-Rucksack, den sie halt jeden Tag dabei haben. Da sollte dann auch eine Möglichkeit, vielleicht ein paar Taschentücher drin sein, was zu trinken, ein bisschen was zu essen, ein paar Nüsse und so weiter und so fort. Gibt es auch tolle Konzepte, auch auf YouTube anzugucken. An dieser Stelle herzliche Grüße an den Sven vom Autor Minimalist-Kanal. Weil der hat auch neulich, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, eine lustige Übernachtung mit seinem EDC-Rucksack durchgeführt. Ich verlinke euch das mal, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, schreibt mir bitte in die Kommentare, dass ich dran denken soll. Fand ich sehr cool. Hat mir gut gefallen. Wollte ich eigentlich das Video noch kommentieren, habe es aber wieder vergessen. Jetzt erwähne ich es halt hier. Ich hoffe, das ist auch okay. ja, das zum Thema EDC. Dann gibt es den meiner Meinung nach relativ überbewerteten und aus meiner Sicht ziemlich blödsinnigen Bug-Out-Bag, den man quasi daheim fertig gepackt rumstehen hat. Fix und fertig, alles drin. Ja. Bestenfalls noch mit dem Wasserfläschlein, das man vorher, bevor man losgeht, noch auffüllen muss. Vielleicht auch noch mit dem Schlafsack, den man vorher noch reinstopfen muss, damit er eben nicht so komprimiert gelagert wird. Aber nahezu grab and go, ne? Wie der Ami sagt. Ja, es kommt im Anschluss noch ein Video, da rege ich mich genügend über Bug-Out-Bags und die Idee, dass man bei jedem kleinen Anschein von Gefahr sofort in irgendwohin flüchten muss, rege ich mich dann da noch drüber auf, deswegen würde ich das jetzt auslagern, aber der Gedanke ist halt, dass man damit quasi in der Lage ist, irgendwohin zu flüchten und da dann wiederum, je nachdem, entweder bleibt man dann da und hat da noch zusätzliche Ausrüstung versteckt oder ist da in Sicherheit oder da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, aber grundsätzlich ist die Idee eines Bug-Out-Bags abhauen. Von daheim, von wo auch immer man jetzt gerade ist, wo man halt seinen Bug-Out-Bag rumstehen hat. Es gibt auch Leute, die haben einen Bug-Out-Bag im Vehikel rumliegen, im Auto. Und ja, so. Und dann gibt es den Get-Home-Bag.
Mein Notfallrucksack, den habe ich jetzt im Video, das ihr hoffentlich schon gesehen habt, auch als Get-Home-Bag bezeichnet. Der ist da so ein bisschen dran angelehnt. Er ist aber eigentlich kein klassischer Get-Home-Bag, weil eigentlich müsste in einem Get-Home-Bag, den man dann sinnvollerweise vielleicht sehr wohl gut in seinem Auto transportieren kann, wenn man damit viel unterwegs ist. Und wenn aus irgendwelchen Gründen das Auto ausfällt oder irgendwas ist oder man irgendwie in irgendeine Situation gerät, in der man halt schnell nach Hause möchte, dann sollte in diesem Rucksack tatsächlich genau das drin sein, nämlich Zeug, was einem hilft, nach Hause zu kommen. Ich habe da zum Beispiel schon gesehen, Leute, die da ihre Schuhe rein, also zusätzliche Schuhe reingeschmissen haben, weil je nachdem, was für einen Job du hast, bist du nicht unbedingt mit guten Wanderschuhen unterwegs, dass du dann auch einfach vernünftige Laufschuhe drin hast, Regenkleidung, ne, irgendein Regenschutz, ein Regenponcho, was zu trinken, was zu essen, ein bisschen was in der Richtung, Zubehör, um einfach sich nach Hause zu bewegen. Nicht unbedingt Übernachtungszubehör. Das ist da eher nicht so oft drin, sage ich jetzt mal. Bei mir schon, bei meinem Rucksack, weil ich ihn eher als universalen Notfallrucksack, der im Auto liegt und nicht primär zum Überwinden von Strecken, die man zu Fuß gehen soll, also größere Strecken, dafür ist er nicht primär ausgelegt. So gesehen ist er also eigentlich kein klassischer Get-Home-Bag, weil der wäre ja wirklich zum ich laufe nach Hause oder nehme die Straßenbahn oder aber oft ist es halt auf Laufen, wenn wirklich sämtliche möglichen Transportmittel, die sonst in einem normalen Zivilisationsstandardzustand zur Verfügung stehen, wenn die alle ausfallen. Mit meinem Rucksack kann man ja auch laufen, da muss man halt einzelnes Zeug, was da drin ist, daheim lassen oder im Auto lassen, damit es einfach nicht ganz so schwer ist. So gesehen, er lässt sich zum Get-Home-Bag quasi umfunktionieren, ist aber in der Standardpackung erstmal keiner, weil da ja noch schwere Dinge drin sind, die man nicht braucht, zum Home-Getten eigentlich. So, nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch den sogenannten Inch, den I-Never-Can-Home-Rucksack, und soweit ich das verstanden habe, das ist jetzt alles aus der, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, bin aber kein eigentlicher Insider in der Szene, Sicht erklärt. Der Inch ist dann für die Leute gedacht, die so ähnlich wie mit dem Bug-Out-Bag flüchten wollen, wenn irgendeine Gefahr kommt, aber der ist anders als der Bug-Out-Bag nicht als Überbrückungsrucksack, um dahin zu gelangen, wo du dann halt eben deine Bug-Out-Location hast. Zum Bug-Out-Bag gehört immer eine Bug-Out-Location, sondern mit dem Inch kannst du überall klarkommen, ja? Damit haust du nach irgendwo theoretisch ab oder hast zumindest die Möglichkeit. Und da ist dann halt noch mehr Zeug drin und so ein Inch ist halt dann so ein riesen 120 Liter oder noch mehr Rucksack, der dann 30, 35, 40 Kilo oder was wiegt. Alternativ gibt es auch Leute, die haben dann so eine lustige Karre, die sie dahinter sich herziehen, wo sie dann den Rucksack draufpacken können, damit sie ihn besser transportiert kriegen mit all dem Gepäck. Da ist sehr viel Nahrung drin für einen langen Zeitraum. Da ist Jagdzubehör drin, da ist natürlich ein sehr lang haltender Kocher drin, da ist dann meistens auch ein vollständiges Übernachtungssetup für alle Jahreszeiten drin, also ein 4-Jahreszeiten-Zelt gegebenenfalls. Auch ein wirklich warmer Schlafsack gehört da rein und. Ne? Ein Radio, mit dem man dann gucken kann, wann die Krise vorbei ist und man in die Zivilisation vielleicht doch zurückkehren kann. Jedenfalls soll da der komplette Hausrat sozusagen in diesem Rucksack drin sein, so von der groben Überlegung her. Gut, das wollte ich also nochmal erklären. Und dann eben ist zur Einordnung meines Rucksacks, der ist so ein bisschen so eine Kombi aus eben Get-Home-Bag und einem Car-Survival-Kit, das gibt es ja dann auch nochmal, dass man dann im Auto eben Dinge rumliegen hat, die man halt bei einem Auto-Survival-Notfall brauchen könnte, wie Wagenheber zum Reifenwechseln, Ersatzreifen etc. pp. So ein Zeug ist bei uns in Deutschland ja sowieso standardmäßig vorgeschrieben, mehr oder weniger. Daher brauche ich das nicht groß aufzählen, das liegt natürlich auch bei mir im Auto, auch die berühmten Warnwesten, die wir ja neuerdings, ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, pflichtmäßig dabei haben sollen. Ist natürlich auch alles da, Kfz-Verbandkasten etc. pp. Und so weiter und so fort. Und das wollte ich halt einfach jetzt quasi ergänzen durch eben so Dinge wie den kleinen gelben Tod, die dann einfach dafür gedacht sind, bei einem Autounfall größerer Art dann irgendwie noch Werkzeug dabei zu haben, mit dem man irgendwie irgendwo irgendwas helfen vielleicht kann. Ne? Übernachtungsequipment.
von der Idee her eigentlich so gedacht, dass wenn ich beispielsweise noch abends unterwegs bin und möchte eigentlich heimfahren, werde aber zu müde, dass es mir zu gefährlich wird mit dem Fahren. Das kommt inzwischen vor, seit ich dem Koffein abgeschworen habe, ist das noch ein bisschen häufiger der Fall. Ich nehme wirklich nur noch in ganz großen Ausnahmefällen Koffein zu mir und war vorher ein ziemlicher Koffein-Junkie und habe gemerkt, das tut mir nicht gut, mit dem Blutdruck vor allen Dingen. Und daher jetzt dann ohne. Und das führt dazu, dass es dann theoretisch möglich ist, und hin und wieder war es auch wirklich kurz davor, ist noch nicht ganz vorgekommen, aber knapp, dass ich eben dann beschließe, dass ich auf einer Autobahnraststätte jetzt anhalte und halt wirklich mal 2 Stündchen penne und dann halt erst in den Morgenstunden ankomme, anstatt in den späten Nachtstunden oder 3 Stündchen penne. Und dafür ist es dann auch sinnvoll, wenn man einfach ein bisschen noch einen Schlafsack dabei hat, weil je nach Temperatur, mein Auto hat logischerweise keine Standheizung, das ist ein kleiner alter Corsa und das ist auch nicht sonderlich bequem, in dem Ding zu pennen, aber mit dem Schlafsack und mit der Möglichkeit, sich auch mit der BW-Zeltbahn zuzudecken, hat man dann schöne Möglichkeiten, auch im Winter das eben zu tun. Da muss es schon sehr, sehr, sehr kalt sein, dass ich dann friere. Oder wenn ich Bock habe und ein bisschen weiter wegfahre von der Autobahn und mir irgendein kleines Wäldchen suche, könnte ich mir auch wirklich richtig gleich ein Lager bauen und dann da eben entsprechend übernachten. Ich bin vielleicht auch irgendwo und hatte ursprünglich vor, abends nach Hause zu fahren, beschließe jetzt aber, nee, hab keinen Bock mehr, penn lieber eine Runde im Wald. Dafür ist dann auch noch was zu essen eben entsprechend drin, dann kann ich mir da sogar noch in Ruhe was kochen, eine gemütliche Nacht im Wald verbringen, insbesondere wenn es nicht allzu kalt ist und dann am nächsten Tag fahren. Solche Dinge, ne? Daher die Übernachtungsausstattung. Und der Rest ist, glaube ich, eigentlich relativ selbsterklärend, beziehungsweise viel mehr als Übernachtungsausstattung, Kochzubehör und ein paar Dinge, die im Auto generell sinnvoll sein können, ist da ja gar nicht dabei. Gut, das große Messer vielleicht noch. Ach ja, Selbstverteidigungszwecke war wirklich nicht der Hintergedanke, warum ich das dabei habe. Wenn es um Selbstverteidigungszwecke geht, dann kann ich auch jemanden mit einem kleinen gelben Tod kloppen. Ja, also das wäre jetzt, das wäre auch effizienter, als da jetzt irgendwie mit dem Messer anzukommen und so weiter. Ich hatte noch Platz. Ich habe das Ding rumliegen und es hat sich einfach als Messer für super grobe Dinge bewährt. Es ist auch zum Holzspalten mir fast angenehmer, das zu batonieren mit dem entsprechenden Glock-Kampfmesser da, Feldmesser, als mit einem kleinen gelben Tod, weil der als Axt doch eher ein bisschen stumpf ist und wirklich nur für so ganz grobe Dinge. Also großes Holzspalten geht ganz gut, aber so kleinere Spaltarbeiten ist dann eher schwierig. Und das waren so die Hauptüberlegungen und ist vielleicht der nutzloseste Gegenstand im ganzen Setup, dass man das wirklich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber ist halt jetzt dabei, ne? So, und dann wollte ich noch kurz darauf eingehen, warum habe ich so oft betont, dass der Rucksack quasi nichts kostet? Naja, weil er entbehrlich sein soll. Weil, wenn, ne, gerade, wie gesagt, für Notfälle ist das ja, und angenommen, es ist halt irgendwas, wo ich ganz schnell mal... Da fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein, ja, aber ich möchte die Option haben, dass ich, wenn ich schnell weg muss, meine Ausrüstung zur Not sogar zurücklassen kann. Oder ich habe irgendwo mein Nachtlager aufgeschlagen und habe da übernachtet und jetzt passiert irgendwas und ich muss weiter. Oder ich bin gerade woanders, wollte ursprünglich zu meinem Nachtlager zurückkehren, kann ich jetzt aber nicht mehr, weil ich dringend irgendwo anders hin muss, meinetwegen ins Krankenhaus, um da irgendwen zu besuchen, der da bei einem größeren Unfall vielleicht gelandet ist, vorstellbar, keine Ahnung. Irgend sowas. Und da muss ich meine Ausrüstung zurücklassen. So, und da soll jetzt deswegen in diesem Rucksack nichts drin sein, dessen Verlust mich so richtig, richtig, richtig hart treffen würde. Also ich würde schon sehr versuchen, die Ausrüstung nicht zurückzulassen. Aber angenommen, ich hätte da jetzt meinen 540€ Daunenschlafsack drin. Nein, das wäre wirklich finanziell ein harter Schlag, wenn ich den tatsächlich verlieren sollte. Oder mein entsprechend gutes Zelt. Ne? Das wäre auch ein richtig harter Schlag. Wenn das weg ist, das kann ich mal nicht so eben ersetzen. Das tut richtig weh. Und daher dieser Rucksack, ja, dass die Geschenke dann weg wären, die Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, das wäre emotional natürlich ein bisschen, das hätte ich auch dran zu kauen. Da hätte ich wirklich dran zu kauen, aber es schadet mir nicht wirtschaftlich. Und es ist nicht so, dass ich dann nach Hause komme, habe den Rucksack irgendwie verloren, vergessen, er ist mir sonst irgendwie abhanden gekommen, er ist ins Wasser gefallen und weggespült worden, was weiß ich, liegt im Bodensee, keine Ahnung, wie auch immer es dazu kommen soll, dann habe ich natürlich emotional damit zu kämpfen, dass er weg ist, aber
Wirtschaftlich schadet es mir nicht und ich habe keine Ausrüstung verloren, die ich daheim nicht noch in doppelter und dreifacher Ausführung rumliegen habe, wie eben Schlafsäcke, Isomatte, Rucksäcke per se habe ich ja auch genug und so weiter. Also ich kann ohne Geld auszugeben und ohne irgendwie einen großen Aufwand zu haben, einfach in meinen Keller gehen und mir theoretisch nochmal so einen Rucksack zusammenstellen und damit sofort wieder loslaufen und im Wald übernachten etc. pp. Es ist also nicht meine einzige Übernachtungsausstattung. Darum geht's. Ja? Außerdem, dritter Aspekt, dass da nur Zeug drin ist, was ich normalerweise nicht benutze, ist der, dass ich es dann auch nicht rausnehme, weil ich meine, oh, ich brauche ja noch schnell eine Isomatte. Wo ist denn meine Isomatte? Ach ja, die ist ja in dem Rucksack. Dann nehme ich sie da raus, dann brauche ich meine Isomatte, dann packe ich sie woanders hin, dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin und dann ist sie nicht mehr in dem Rucksack und dann hätte ich sie gebraucht. Ja? Deswegen sind da eben nur Dinge drin, die ich für eine reguläre Tour nicht brauche. Beispiel, ich habe neulich ein paar Führungen gemacht im Walde und war eben auch wieder mit dem Auto unterwegs, habe auch im Wald übernachtet, habe mir dafür aber einen extra Waldübernachtungsrucksack, also meinen üblichen Standardrucksack mit üblichem Waldübernachtungsequipment, meinem Standard-Waldübernachtungsequipment, was ich auch immer schön wieder mit nach Hause bringe natürlich, das habe ich mir alles zusammengepackt, habe das mitgenommen, habe damit draußen gepennt und während der ganzen Zeit, die ich draußen gepennt habe, lag völlig unangetastet, war ja kein Notfall und kein sonst wie irgendwas, der komplette Notfallrucksack eben im Auto. Ja? Ich hatte also nochmal einen extra Löffel dabei, auch wenn ich weiß, im Notfallrucksack ist notfalls auch nochmal ein Löffel. Ich hatte einen eigenen Schlafsack dabei, auch wenn ich weiß, im Notfallrucksack ist normalerweise auch nochmal ein Schlafsack und so weiter und so weiter, damit man immer sicher sein kann, dass das wirklich ein Backup-Backup ist, falls man was vergessen hat. Man versucht es nicht zu vergessen und falls doch, dann ist es dann auch im Rucksack. Das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Und ich fühle mich sehr viel wohler, seit ich mit diesem Rucksack im Kofferraum durch die Gegend fahre, als ohne. Ausschlaggebendes Schlüsselereignis war, als wir umgezogen sind, also Evelyn in meine Richtung, ne? Da sind wir durch Freudenstadt gefahren und da war es natürlich, das war der höchste Punkt der Strecke, die wir gefahren sind. Und dann fing es hinter Freudenstadt an, plötzlich zu schneien. Damit war nicht zu rechnen, das kam überraschend. Es gab auch vor uns dann direkt einen Unfall und dann standen wir halt quasi im Stau auf so einer kleinen Nebenstraße, haben sämtlichen Rettungsfahrzeugen, die da angerückt sind, zugucken können. Wir waren das siebte und achte Auto in der Reihe vielleicht hinterm Unfall. Und Feuerwehr, Jäger kamen, da musste da ein Reh erlegen vermutlich, weil das ein Wildunfall ursprünglich gewesen ist. Dann haben sie ihn wieder auf die Straße gezogen, der da im Straßengraben lag und verletzt wurde, glaube ich, niemand, soweit ich das sehen konnte. Jedenfalls stand ich da lange genug und es hat immer mehr geschneit und wir sind immer mehr eingeschneit und die Straße wurde immer glatter und nasser. Und das Auto, was ich zu diesem Zeitpunkt gerade gefahren habe, hat noch Sommerreifen drauf gehabt und das hat mich dann insgesamt alles so ein bisschen unruhig gestimmt, weil man steht da mitten im Wald und es schneit immer mehr und man weiß nicht, was passiert und man realisiert, was habe ich denn an Ausrüstung dabei? Naja, ich habe Sportschuhe an, ich kann nicht mal im Schnee rumlatschen, ohne sofort nasse Socken zu kriegen. Ich habe keine wasserdichte Kleidung, ich kann nicht im Schnee rumlatschen, ohne nicht sofort ganz nass zu werden. Ich hätte keine Möglichkeit, mir in irgendeiner Form ein Notfallshelter aufzubauen jetzt hier im Schnee, weil ich keinerlei Planen etc. pp. Dabei habe. Ich hätte gerade noch so eine Möglichkeit, theoretisch ein Feuer zu machen. Bei dem nassen Schneefall, der gerade herrscht, wäre das aber nicht gegangen, ohne irgendeinen Ultrazunder noch dabei zu haben. Deswegen ist auch so viel Trioxan jetzt in dem Rucksack drin, dass wenn man den Rucksack hat, egal unter welchen Bedingungen, echt ein Feuerchen anzünden kann. Und wenn es schon kein Feuerchen ist, dann kann man mit den Mengen an Trioxan, die da drin sind, zumindest eine Tasse heißes Wasser machen, wenn man das für irgendeinen Zweck braucht. Und allein schon zur Psyche oder sowas. Jedenfalls mit dem Rucksack hätte ich mir meinetwegen an der geöffneten Autotür auf der Straße im Schnee in eine Tasse heißes Wasser machen können. Ja? Oder eine Tasse Tee oder was auch immer, was halt gerade da gewesen wäre. Ich muss dann wirklich noch Tee reinschmeißen in diesen Rucksack. Und das hat mich beschäftigt, dass ich da so völlig ohne Ausrüstung darauf angewiesen war, dass die Feuerwehr, das technische Hilfswerk war glaube ich auch da, ihre Arbeit machen und die Straße wieder freiräumen und ich regulär weiter nach Hause fahren kann. Wäre aus irgendwelchen Gründen ich nicht weitergekommen, hätte ich halt keinerlei Möglichkeiten gehabt, irgendwie ausgerüstet zu sein. Na? So. Und da man über lange Strecken, die man mit dem Auto teilweise zurücklegt, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass auf diesen Strecken dann irgendwann mal was ist, beruhigt es mich jetzt doch sehr, dass ich jetzt eben so einen Rucksack habe. Ja, und das waren noch die Dinge, die ich dazu noch ergänzen wollte, so als kleine
philosophische Ergänzungsrunde und was ich ebenfalls halt noch abgedreht habe, das ist dann das nächste Video, ist so generell mal ein paar Fragen philosophischer Art zur Thematik Survival und Prepping und so weiter und so fort. Da gibt es nämlich so ein paar Dinge, die mich einfach ein bisschen stören, aufregen in Anführungszeichen und die ich anders sehe. Das ist mal ein anderes Video. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nächstes Mal ist auch ganz bald.